So, Freunde, ich grüße euch zu einer weiteren Stadtvorstellung. Heute mit der Stadt Reichenbach, erbaut von unserem Chefarchitekten Garillus. Es ist 20:23 Uhr und Freitag. Und wie ihr das schon kennt aus den letzten Videos, ich werde einfach mal durch die Stadt laufen, ein bisschen was erzählen und dann zu dem Konzept der Stadt auch noch ein paar kleine nette Worte verlieren. Ein Eingang der Stadt ist hier direkt an den Spawn gekoppelt, an Nordwall, der Stadt des Servers, beziehungsweise im Spawn, der Spawnstadt des Servers. Und ja, hier die kleine steinerne Treppe führt uns hier zu einem kleinen Pfahl mit der Flagge der Stadt. Ja, Reichenbach, eine Stadt, die eine Mauer, so eine Burgmauer, so wie ich das hier richtig sehen kann, als Wappen hat. Finde ich sehr geil schon mal. Weil jede Stadt sollte auf jeden Fall eine Flagge haben, wie es auch im Mittelalter üblich war. Dann ist hier so eine kleine Baracke hier im typischen Stil von Reichenbach erbaut mit Ton, Holz und Stein. Dann gibt es hier noch einen kleinen Aufgang mit so einem kleinen Schwimmbecken wahrscheinlich oder einer Tränke für Tiere. Hier links sehen wir die Burg. Da werden wir uns gleich noch hinbegeben, aber ich will mich da gar nicht so lang aufhalten, denn ich will euch die Stadtmitte, den Stadtkern der Stadt zeigen, was mich so persönlich an der Stadt fasziniert. Ich fliege am besten hier kurz mal hoch. Hier sehen wir die Burg, hier so ein bisschen am Bauen. Klar, wie immer, hier in kleinen Ecken wird immer noch gebaut, weil es natürlich hier immer weitergeht auf dem Systemgrößenwahn-Server. Hier kleine Fahnenmasten wieder auf den Türmen der Burg obendrauf. Eine Kapelle oder ein Burghaus, so wie man es nennen möchte. Umzingelt von Mauern, einer Brücke, wie man das kennt. Sehr geil, mittelalterlich auf jeden Fall. Also hier noch so ein kleiner Pferdestall, wird auch wahrscheinlich noch gebaut. Noch von bisschen aus Kriegszeiten hier ein bisschen was kaputt. Ja, wo ich gerade stehen geblieben war, mittelalterlichen Stil auf jeden Fall erfüllt. Man sieht es, wenn man uns hier gleich noch den Marktplatz hier anguckt, mit dem Symbol nochmal der Stadt und oben Reichenbach eingraviert. Wenn man hier ein bisschen nach rechts geht, so, nach links, so, Reichenbach eingraviert. Ja, der Stil, sehr geil. Sieht sehr mittelalterlich so, auch so echt, finde ich, aus. Das ist echt faszinierend. Und ja, da gehen Grüße auf jeden Fall an den Architekten Garillus raus für diese schöne Stadt, wo er sich hier echt mit allen Mühen wahrscheinlich zusammengesetzt hat und hier so eine Burg gezaubert hat. Ja, wir gehen zur Stadtmitte. Was ich euch zeigen möchte, ist links hier, wo dieser kleine Platz aus Dirt ist. Dort werden wahrscheinlich Events veranstaltet. Denn hier ist der Turnierplatz. Zum einen gibt es hier so einen kleinen Raum, der noch nicht dekoriert ist. Hier so Tribünen für die Spieler. Und dann gibt es hier zum Beispiel eine Disziplin, ist das Bogenschießen. Kann man nämlich immer von diesen roten Wollpunkten aus immer ein bisschen schießen und dann hier drauf schießen. Aber hier gibt es auch Reitturniere und Lanzenturniere, vielleicht auch den ein oder anderen PvP-Fight. Da gibt es hier zum Beispiel so Ställe mit so Pferden. Richtig geil. Ja, finde ich sehr gut. Auf jeden Fall die Idee. Wie es im Mittelalter so ist, gibt es da immer so Platz für irgendwelche Events und vor allem viel mit Pferden, was dort gemacht wird. Hier eine wesentliche Institution, möchte ich sagen. Von der Stadt natürlich. Ein Schiff mit Rohstoffen an Bord. Und ja, diese werden hier an dem Kran, soll das sein, hochgezogen und direkt hier in diese Eisengießerei in alter Schrift quasi geschrieben, gebracht und ja, dann zu richtigen Eisen gebrannt. Aber das nur nebenbei erwähnt. So, hier sind wir jetzt am Marktplatz und hier beginnt quasi unsere Reise erst richtig. Ich möchte euch kurz die Stadt
Stadtmitte zeigen, also beziehungsweise, ja, ob das die Stadtmitte ist, weiß ich jetzt nicht, also das habe ich jetzt für mich so ausgemacht. Auf jeden Fall hier sieht man die steinernen Gassen, die finde ich sehr echt gehalten und alles so eng gebaut. Guck, da gibt es hier so ein kleines Ufer, wo man angeln kann. Da gibt es hier die Häuser, die auf so Mauern stehen. Hier hinten so ein kleines Feld. Ist auf jeden Fall, sieht richtig gut hier aus. Sehr eng bebaut, wie es im Mittelalter ist, aus Ton, Holz. Und ja, überall noch, klar, die ein oder anderen Baustellen. Aber wie gesagt, so im Wesentlichen sehr geil auf jeden Fall. Auch die Häuser von innen hat er sich sehr große Mühe gegeben. Hier freie Grundstücke. Wie das genau abläuft, werde ich gleich erwähnen. Ja, hier ist so ein kleiner Marktplatz oder so ähnlich. Auf jeden Fall. Und auch der zweite Eingang. Hier ist nämlich das Elendsviertel. Da gibt es nämlich auch einen Gang rein. Zum alten Stadttor. Genau. Also hier ist so ein kleiner Platz gewesen. Und wir gehen mal den Weg zurück. Also die Häuser, die sehen irgendwie alle verschieden aus, aber dennoch im gleichen Stil gebaut. Und das finde ich ist echt eine Kunst. Alles irgendwie vom Stil her gleich zu bauen, aber es sieht trotzdem so unterschiedlich aus. Also da hat er sich echt übertroffen, der Garrelus. Da hat er echt viel Schweiß und Blut reingesteckt in dieses Projekt, in seine Stadt. Und ich werde euch jetzt noch den Hafen zeigen, das Lager des Hafens. Dafür geht man hier oben lang. Hier gibt es dann nämlich hier diesen Auftrakt. Gibt es hier einen Lagerraum und da oben, hier oben gibt es einen Lagerraum. Und ja, warum so viel Platz? Gleich bei den Konzepten werdet ihr die Wahrheit erfahren. Wo kommt man hier denn jetzt raus? Ich glaube, hier kommt man raus. Genau. Genau hier. Das möchte ich euch noch zeigen. Und das, finde ich, ist noch geiler. Also, hier schon mal mit diesen Sandsteinen. Auf jeden Fall, dieser Weg ist sehr geil gemacht. Aber was mich hier ein bisschen so als detaillierten Menschen quasi, möchte ich jetzt mal sagen, sehr fasziniert, sind diese Teppiche hier oben. Also, das ist Wolle, wie ihr sehen könnt. Aber ihr kennt das ja vielleicht bei so Serien wie Aladdin. Da gibt es ja immer diese Stände, die mit so Teppich überdacht sind. Und das soll hier, glaube ich, auch der Fall sein. Zumindest macht das den Eindruck, vielleicht soll es auch was anderes sein, aber es macht für mich auf jeden Fall den Eindruck und das finde ich so geil hier, diese Ecke. Ich zeige es mal von oben. Alles wieder eng bebaut und die Stadt von oben sieht auch sehr geil aus. Also klar hier noch hier und da ein bisschen Wolle wahrscheinlich beim Bauen oder so benutzt. Ja, hier seht ihr es, wie es von oben aussieht. Und was man hier auch sehr schön sehen kann, ist die Kluft zwischen Arm und Reich. Also rechts Reichenbach, eine sehr reiche Stadt. Und hier links das Elendsviertel für die Anfänger, die natürlich nicht so viel Geld haben. Also natürlich hier FTSCraft auch sehr politisch am Start. Ja, hier städtischer Garten, ne, für Heilpflanzen. Und was ist natürlich auch. Gibt es normales Getreide, nicht nur Hanfpflanzen, bestimmt auch, ich weiß es nicht. Genau, hier gibt es noch die ein oder andere Gasse, die hier hinten, ich fliege jetzt mal hier drüber, nochmal zu so zwei Ständen führt. Da hinten ist nochmal ein Haus. Ja, also im Großen und Ganzen die Stadt natürlich. Ach, hier ist glaube ich ein Hotel. Nee, was ist denn das? Eine Kaserne oder? Ich weiß nicht genau, was das an sich. Ich glaube, das ist so eine Art Kaserne. Ich weiß nicht, wo ist denn hier irgendwo eine Bezeichnung von dem? Hier. Das Armenhaus. Ach so, das Armenhaus ist das. Okay. Also auch für die Bedürftigen, wo wird hier gesorgt? Seid gegrüßt, Fremder. Dies ist das Armenhaus. Hat die Regeln des Hauses ein, zum Wohl aller Hilfsbedürftigen. Die Regeln stehen hinter der Wand. Genau, also hier auch eine Regelwand, auch sogar nochmal eine Regelwand für die einzelnen Institutionen, die der Garrelus hier gebaut hat. Also er hat sich hier sehr viel Mühe gegeben. Wie ich kann es nur immer wieder sagen, das sieht einfach,
vom Design her die geilste Stadt des Servers so. Und meiner Meinung nach. So, jede Stadt ist natürlich auf seine eigene Weise, hat was Eigenes und die Konzepte sind ja auch natürlich anders und aber so vom Aussehen her, das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr nice. So, ihr werdet das vielleicht sehen. So, ich fliege jetzt mal hier kurz drüber. Und ja, ich möchte euch noch den Hafen zeigen. Und mit einem der schönsten Gebäude, würde ich sagen, ist nämlich dieses Hafenhaus hier. Ja, das ist einfach genial, sieht das aus. So mit diesen Sandsteinbögen, mit den Fenstern, dem Gitter, so. Sieht einfach nur mehr als genial aus. Genau, warum es den Hafen gibt, der sehr groß ist, wie man sieht. Also hier ist echt eine Menge Wasser, wo die Schiffe wirklich anlegen können. Und ja, hier sogar so ein Leuchtturm. Also es ist wirklich kein Detail hier ausgelassen worden bei dem Herrn. Hier ist so eine Stadt, so ein Schiff noch mit einer Kajüte, mit Schiff. Da gibt es diverse Rohstoffe drin, wenn man sich hier mal reinguckt. Ja, gibt es. Ich nehme hier mal braune Wolle raus. Ich hoffe, Garillus wird mir das verzeihen. Ja. So, ich habe euch hingehalten mit der kleinen Vorstellung. Jetzt werde ich euch allerdings das erzählen, was euch wahrscheinlich mehr interessieren wird. Sorry, Freunde, es gab wohl Probleme mit der Internetleitung. Oder auch nicht. Vielleicht war es auch Minecraft, aber ich glaube das Internet. Ich will hier Mojang oder Microsoft nicht schlechter reden. Aber ja, das Internet, wie immer wahrscheinlich, in meinem Scheißkaff. Ich möchte euch noch kurz sagen, was die Stadt jetzt einem genau bietet. Lasst euch also nicht von dem Leck hier beirren. Und zwar ist Garillus, beziehungsweise auch die Stadt Reichenbach, sehr bauorientiert, wie ihr das schon gesehen habt. Also es sollten bauwillige Menschen, Bürgerinnen und Mitbürger hier auf jeden Fall vielleicht sich überlegen, einzutreten. Die Stadt ist zudem sehr friedlich, also wirklich zu 100% friedlich. Zu Fights wird es wahrscheinlich nicht kommen, weil hier ist immer PvP aus. Und ja, wer Streit anzettelt, wird von der Stadt auch verstoßen. Beziehungsweise auch der, der sich nicht an die Regeln hält, die lauten, dass man keine Streits anzetteln sollte. Ja, die Stadt bietet einem sehr großen Wohlstand. Es gibt Wollfarmen, es gibt Rohstofffarmen, es gibt auch Bibliotheken mit Zaubertischen. Also alles, was man hier quasi in Minecraft braucht, gibt es hier in der Stadt. Zudem, wie ihr sicherlich auch hier schon gesehen habt, freie Grundstücke ohne Ende. Also für die Leute, die sehr baufaul sind und vielleicht auch nicht die Kreativität haben zu bauen, sind hier willkommen und können hier natürlich sehr gerne wohnen, wenn sie sich natürlich an die entsprechenden Regeln halten, die hier gelten. Garillus, beziehungsweise auch die Bewohner der Stadt, leben zum einen vom Handel von Rohstoffen, deswegen gibt es auch hier die vielen Anbindungen, zum Beispiel an den Spawn, an den See, beziehungsweise das Meer, womit dann immer wieder Händler hin und zurück laufen können und zurückfinden und natürlich auch leichter in die Stadt kommen. Aber auch von Architektur lebt diese Stadt. Das bedeutet, Garellos und Mitbürgerinnen und Mitbürger bieten Dienstleistungen im Bauen an. Zum Beispiel eine Stadt will ein Rathaus kaufen oder bauen, dann können sie hier die Spieler anfragen. Und ja, die Stadt macht es möglich, dass dann Projekte für jemanden verwirklicht werden. Finde ich vom Konzept her sehr geil, dass eine friedliche Stadt sich so finanziert. Man kann es natürlich auch anders machen, wie ihr das gesehen habt in den anderen Städten, zum Beispiel in Dragondale, die vom Töten von Spielern zum Beispiel lebt. Aber so eine friedliche Art auf jeden Fall zu überleben auf dem Server, so sein Ding zu machen und unabhängig zu sein von allen.
Genau, was wichtig auch ist, dass Garelos vor allem auch themenbezogen bauen kann. Zum Beispiel, wenn ihr Teak bauen wollt oder wenn ihr eine Burg bauen wollt, so die Garelos-Flotte, sag ich mal, macht's möglich. Man wird immer Freund hier von der Stadt. Genau, hier ist die Bibliothek. Möchte ich euch nur kurz zeigen. Freund ist jeder, der zum einen nett natürlich ist zu den Leuten. Also, wenn Reichenbach ist wie ein Echo, seid ihr gut zu denen, sind sie auch gut zu euch. Und wenn ihr handelsorientiert seid, so, dann könnt ihr auf jeden Fall hier mit Reichenbach ins Geschäft kommen und Freundschaft schließen. Denn diese Stadt, wie ich eben schon gesagt habe, lebt von Handel. Rohstoffe gegen Rohstoffe, Materialien gegen Materialien und auch Werte, zum Beispiel Diamant gegen Smaragde und so weiter. So eine kleine Börse quasi ist Reichenbach auch. Jetzt kommen auch wichtige Regeln, die euch als Spieler betreffen. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt ein Haus kauft, die Preise sind bei Garelos einzuholen, das kostet immer unterschiedlich. Ihr dürft das Haus optisch nicht verändern, weil ihr müsst das verstehen, dass die Stadt ist eben so dieser Stil, wie man es hier eben sieht von oben. Und ja, wenn man das Haus jetzt verändern will, dann muss man das entweder mit Garelos klären, aber meistens so verankert in den Regeln steht eigentlich, dass man es nicht verändern soll und auch nicht darf. Das ist so, wenn ihr jetzt, ich weiß nicht, ein Bild malt irgendwie und so, dann kritzelt jemand drüber quasi. Ja, wollt ihr ja auch nicht. Ihr wollt ja, dass es euer Bild ist, so wie es ihr schön findet, wollt ihr es haben. Und ja, ich kann das verstehen, dass da jemand nicht irgendwie seine Stadt quasi verändern möchte, wenn sie doch in diesem Stil gehalten ist. Natürlich so, die grundlegenden Sachen sollten klar sein. Kein Griefing, kein Spieler beleidigen, sonst ein freundlicher Umgang. Auch keine PvP-Fallen, denn diese Stadt, wie eben erwähnt, ist 100% friedlich. Die Stadt, habe ich eben auch schon angesprochen, Bauer sind natürlich immer erwünscht und man könnte auch für andere Spieler natürlich Arbeiten durchführen in Form von einem Dom, einer Kirche, einer Burg und so weiter. Damit lebt die Stadt und finanziert sie sich auch. In Reichenbach, die Bürger haben es nicht leicht aufgrund der hohen Steuern, denn hier fallen Steuern von 10% des Vermögens der Bürger an. Also, wie ich auch gesagt habe am Anfang, diese Stadt ist ein bisschen so die Gruft zwischen Arm und Reich. Hier kommen nur die reichen Leute hin, die sich's leisten können, die vielleicht vorher Söldner waren oder sonstiges, also Kopfgeldjäger und dann sich hier zur Ruhe setzen wollen. So, für die ist die Stadt natürlich auch geeignet, ne? Die vielleicht einen neuen Lebensabschnitt haben, vom Söldner zum Architekten oder zum friedlichen Bürger. Und ja, in Reichenbach auf jeden Fall hast du die Sicherheiten, die dir keine andere Stadt bieten will. Wenn du nicht getötet werden willst, komm nach Reichenbach, so ist das Motto. Wie gesagt, kein PvP, 100% friedlich, gut hohe Steuern, die vielleicht zu Konflikten führen, aber ich meine, ihr seid hier mit diesem Video aufgeklärt, dass es hier Steuern gibt und ja, damit solltet ihr dann auch vertraut sein und ja. Jetzt auch was wichtig ist, denn Garillos kann leider derzeit nicht so aktiv auf dem Server spielen und sucht deswegen ebenbürtige Bürgermeister, die Reichenbach weiterleiten. Ihr könnt ihn gerne fragen, mit ihm ins Geschäft kommen hier auf dem Server und könnt diese Stadt hier übernehmen als Bürgermeister. Er sucht sich natürlich dann die treu erhabenen Bürgermeister und Spieler aus, die für ihn quasi die Stadt hier übernehmen und verwalten. Natürlich ist es wichtig, dass ihr da volles Vertrauen in ihn habt und er natürlich auch in euch. Also wenn ihr jetzt in der Vergangenheit ihm schon negativ aufgefallen seid, so dann müsst ihr euch schon anstrengen, euch da auf jeden Fall ja, da markiert, wer inaktiv ist. Ja, also ihr solltet auf jeden Fall da schon sehr vertraulich miteinander umgehen.
Ich möchte mich bei euch bedanken für eure Aufmerksamkeit, für die guten Resonanzen auf die Videos. Besucht doch mal unsere ganzen Seiten, Facebook, YouTube, Instagram. Gut, YouTube seid ihr ja, lasst doch mal ein Abo da. Liked uns auch gerne auf Facebook, besucht unsere Gruppe, keine Ahnung, ihr seht alles in der Videobeschreibung. Ich möchte, ja, wie gesagt, für die guten Resonanzen danken. Unser YouTube-Kanal wird immer besser besucht, die Videos haben immer mehr Klicks, immer gute Resonanzen, das freut uns. Und ja, wenn ihr auch eine Stadt habt, die ihr vorstellen wollt, dann mailt mir doch entweder an contact@ftsgaming.de, die Mail steht auch in der Videobeschreibung, oder natürlich auch gerne in-game anschreiben einfach oder im Teamspeak, je nachdem. Ihr könnt mich da auf jeden Fall immer erreichen. Und ja, ich bin offen für eure Vorschläge bezüglich eurer Stadt. Ja, MUSC1 ist raus. Ich bedanke mich. Bis dann.